Gestatten Rossi. Ja, Herr Rossi hat einen Wunsch. Eis vom Nordpol flambiert mit Punsch. Eine Schokoladenbund. Dreimal Kuchen, sechs Kaffee, 20 Stöckchen dazu Tee. Was noch, was noch, was noch? Ja, Herr Rossi möchte noch mehr. So ein Auto macht was her. Auch mal sechs statt in der Milch. Mal wie ein Reicher sich benehmen. In der Spielbank Geld ausgeben. Was noch, was noch? Andere können alles haben, können sich an Feinstem laben und von eben diesen Gaben möchte Herr Rossi auch was haben. Sonne, Sonne, Himmel, Sonne, Wasser, Wasser, Strand und Sonne, Berge, Berge, Echo, Echo, Blumen, Blumen, 20 Blumen, ja, das wäre Herr Rossis Glück, das wäre mehr als so ein Stück, doch ihm fehlt ein Stück vom Glück. Diese heiteren Sonntagmorgen, ich kann sie nicht ausstehen, ich kann überhaupt nichts ausstehen. Köstlicher Sonntagmorgen, man wacht fröhlich auf und weil sich dem Sommerurlaub wieder eine Woche nähert, dieses Jahr werde ich ans Meer fahren. Und unter blauem Himmel am schönen Strande liegen. Hörst du, Rossi? Hörst du die Glocke läuten? Klar höre ich sie. Ich höre sogar einen ganzen Glockenchor. Es ist nämlich Sonntagmorgen. Davon spreche ich nicht. Hörst du die Türglocke? Na und? Das lässt höchstens darauf schließen, dass jemand an der Tür ist. Das ist nicht jemand. Das ist dieser widerliche Hund, die Bulldogge vom Friseur. Der klingelt immer so lange, bis ich hingehe und aufmache. Und dann läuft er weg und versteckt sich irgendwo und lacht uns aus dem Hinterhalt aus. Das ist der gemeinste Hund, den ich kenne. Reg dich ab, Gastone. Du hast zu viel Fantasie. Ich werde mal selbst aufmachen und nachsehen. Da hast du meine Fantasie. Glaubst du mir jetzt? Dieses Spielchen treibt er schon seit 3 Wochen mit uns. Wenn du auch ein bisschen Fantasie hättest, würdest du dir was einfallen lassen. Schon dabei, schon passiert. Ich rufe einfach den Hundefänger an. Nein, so einfach geht das nicht. Immerhin ist er bei all seinen Unarten ein Hund wie ich. Ihn so einfach einem Hundefänger auszuliefern, das bringe ich nicht übers Herz. Nie und nimmer. Aber wir sollten ihm mal eine kräftige Lektion erteilen. Erteil du deine Lektion, ich hau mich wieder in die Falle. Oh, oh, Hilfe, Hilfe, ich bin verklemmt. Oh, zu Hilfe. Gastone! Wie hast du den Task geschafft? Wie hast du das geschafft? Wie hast du das geschafft? Wenn du nur einen Hauch von Mitgefühl hättest, dann würdest du was unternehmen und keine dummen Fragen stellen. Wir müssen ihm einen Schlag versetzen, dass ihm die Lust an seinen Scherzen vergeht. Na schön, denken wir uns was aus. Aber danach gehe ich wieder ins Bett. Ja? Sieh mal an. Wie lange bastelst du denn noch da oben? Bin gerade fertig. Wir können ausprobieren. Es funktioniert tadellos. Vorzüglich, ganz vorzüglich. Ich glaube, wir werden uns etwas Besseres ausdenken müssen. Wenn er den Klingelknopf berührt, kriegt er ein Ding von 360 Volt gewischt. Und dann wird er die Nase voll von uns haben. Er ist dran. Jetzt kriegt er das Ding verpasst. Da wird er mit seinem dicken Fell ganz schön ins Zittern kommen. Also, das verstehe ich nicht. Es hätte hundertprozentig funktionieren müssen. Und zwar bei der leisesten Berührung. Rossi, Rossi, wenn du ein großer Gelehrter wärst, dann würdest du jetzt ein Mittel oder einen Weg ersinnen, wie wir ihn gründlich und endgültig loswerden können. Ich, ein genialer Gelehrter.
Da würde mir was einfallen. Was mir so alles einfällt, was mir als Dr. Frankenstein einfallen würde. Doktor, das Experiment ist soweit vorbereitet, wir brauchen nur noch ein geeignetes Objekt. Ich danke dir, Igor. Wir brauchen also eine charakterlose, bösartige Versuchsperson. Wenn ich Ihnen da einen Vorschlag unterbreiten dürfte, Herr Baron. Der heutige Tag ist ein Meilenstein in der Geschichte der Wissenschaft. Zum ersten Mal werden wir dem Herzen eines bösen und aggressiven Wesens Güte einpflanzen. Geniale Genie seid ihr! Ich an eurer Stelle würde erstmal Fahrstuhl erfinden! Eine Frage, Herr Baron. Werde ich dadurch, dass Sie mich hier festschaumen, gütiges Wesen? So. Als nächstes brauchen wir 5 heiße Tränen eines unschuldigen Knaben, die seine schöne Cousine bei Vollmond aufgefangen hat. Des Weiteren den Seufzer einer Schildkröte. Die Schwanzfinne eines Pelikans. Und 4 Backenzähne eines Nilkrokodils. Verdammte Schlapperei, die Krokodilzähne sind alle. Igor, eil und besorg für alle Fälle ein Dutzend. Sehr wohl, Herr Baron. Sehr wohl, Herr Baron. Schnauze. 12 Krokodilzähne. Im Grunde eine Kleinigkeit. Man muss nur wissen, wo es sowas gibt. In der Weinhandlung wohl kaum. Milch und Käse scheiden auch aus. Aber vielleicht da, bei der freundlichen Marktfrau. Schönen guten Tag, Fräulein. Haben Sie zufällig ein Dutzend Krokodilzähne vorrätig? Für einen Kuchenzahn erschreckend laut. Soll ich Ihnen mal was flüstern, Baron? Wenn ich hier loskomme, reiß ich Ihre Althöte in Fetzen. Ah! Oh, das hätte mir gerade noch gefehlt. Aber ohne Krokodilzähne ist die Gütetransplantation nicht machbar, wo Igor noch steckt. Oh! Sitten sind das. Aber vielleicht nutze ich die Gunst des Fluges und der Landung und versuche hier auf dem Lande ein paar Krokodilzähne aufzureißen. Wird sowieso langsam Zeit, dass sich ein Erfolg einstellt. Der Baron wird sonst ungeduldig. Entschuldigt die Störung, guter Mann. Könntet ihr mir sagen, wo ich hier in der Gegend ein paar Krokodilzähne finde? Krokodilzähne sucht ihr, ist keine ganz billige Anschaffung, hä? Oh, mein Herr, der Baron Frankenstein ist bereit, jeden Preis für solche Zähne zu zahlen. Wenn Sie wüssten, wie gern ich Ihnen helfen würde. Das heißt, warten Sie. Vielleicht habe ich noch ein paar Krokodilsbeißerchen übrig. Ich bin doch ein rechter Glückspilz. Da kommt ich in der Heide einen Schäfer, der mein Krokodilszahnproblem löst. Mein Großvater hat sie mir vor vielen, vielen Jahren vererbt. Hab Dank, guter Mann. Ich fürchtete schon, dass ich dieser Zähne wegen bis nach Afrika wandern muss. Dann wäre ich auf dem Zahnfleisch gegangen. Nun wein doch nicht. Von dem Geld hier lasse ich dir vom besten Zahnarzt die schönsten Goldzähne machen. Lach du nur. Mit deiner Bosheit ist es kurz über lang vorbei. Und dann wirst du das liebste Schoßhündchen sein. Baron, ich hab die Krokodilzähne. Ja. Bist doch sicher, dass es echte Krokodilzähne sind? Ganz sicher. Hast du das Krokodil gesehen? Ja. Nein. Um ehrlich zu sein, ich habe sie einem alten Schäfer abgekauft, der sie von seinem Großvater geerbt hat. So. Hoffentlich hat dir der Mann kein Schaf für ein Krokodil vorgemacht. Ich habe jetzt keine Zeit, das nachzuprüfen. Es kommt gerade ein Gewitter. Und für das Experiment brauche ich einen starken Blitz. Hey, ausgerechnet jetzt, wo es anfängt zu regnen, machst du die Luke auf? Ich will sofort meinen Anwalt sprechen und verlange einen Regenschirm. Ganz ruhig, nicht mehr aufregen. Gleich wirst du das sanfteste Wesen der Welt sein. Geht's jetzt richtig los? So ist es. Wir vollziehen die erste Gütetransplantation in der Geschichte der Wissenschaft. Ein großer Schritt für die Menschheit. Jetzt bist du sanft und gut und wirst in Zukunft ein schönes Leben führen. Es war mir ein Vergnügen und der Wissenschaft eine Ehre, dir zu helfen. Geh, mein Freund, zieh hin in Frieden. Oh, muss ich da jetzt so ganz allein raus in den kühlen Morgen? Es ist so furchtbar kalt da draußen. Ja, da hast du recht. Überleg mal, ob wir nicht irgendwo einen Schal für ihn haben. Danke. Und wie schütze ich meine nackten Füßchen, wenn ich nun auf einen Nagel trete?
Gib ihm meine Stiefel. Danke, und falls die Sonne scheint, ich bin da sehr empfindlich. Meinen Hut. Danke. Na, das gibt's doch nicht, der frisst ja Gras. Sollte mir etwa bei der Komposition der Mixtur ein Fehler unterlaufen sein? 5 Knabentränen, der Seufz einer Schildkröte, eine Pelikanfeder und 4 Krokodilzähne. Ha, da allein kann der Fehler liegen. Was sind das für Zähne gewesen? Wer hat sie dir gegeben? Na, das war der alte Schäfer. Ha, mit Schafszähnen musste das Experiment in die Hose gehen. Sieh dir das Resultat an. Zu Hilfe. Die böse Katze hat's auf mich abgesehen. So hilflos wie er ist, können wir ihn da draußen auf dem Baum nicht verhungern lassen. Er kann sich nicht verteidigen. Wir müssen für ihn sorgen. Wenn der so weitermacht, frisst er uns noch das Dach über dem Kopf weg. Wir müssen ihm das verbieten. Warum kann er nicht nett spielen? Die anderen Hunde auch. Du sollst sofort da runterkommen. Ha, na also, er hat was zum Spielen gefunden. Ich glaube, das wird ihn eine Weile beschäftigen. Wurde doch höchste Zeit, wie dieser Schafshund nämlich seine Hilflosigkeit ausnutzt, geht einem ganz schön auf die Nerven. Rossi, dieser Idiot da draußen bimmelt immer noch. Ja, ich weiß, die Kur des Barons hat nicht richtig angeschlagen, aber es war nicht meine Schuld. Die Krokodilzähne haben eben gefehlt. Baron? Krokodilzähne? Rossi? Ich habe das Gefühl, du drehst langsam durch. Sonntags so lange zu schlafen ist höchst ungesund. Ja, mag sein. Aber diese Idee einer Gütetransplantation... Rossi, du brauchst demnächst ein neues Gehirn. Wann's dir immer passt, ziehst du dich in deine Tagträume zurück. Und mir bleibt die ganze Arbeit. Du hast ja im Grunde recht, Gaston. Es ist nicht richtig, dass ich dich die ganze Hausarbeit machen lasse. Ich werde dir in Zukunft dabei helfen. Ist das dein Ernst? Dann fang gleich mit Staubfischen an. Oh, ich kann's gar nicht glauben, was ich da sehe. Hausarbeit grenzt fast an Sklaverei, unheimlich ermüdend. Ja, Aladdin müsste man sein. Dann würde ich jetzt an der Lampe reiben und alles wäre in Windeseile erledigt. Schön wär's. Oh, Gastone, wie kommst du mir denn vor? Ich bin dein dienstbarer Geist, oh Herr und Meister, befiehl und dein Wille geschieht. Ich war gerade beim Staubwischen und wollte dann noch etwas Ordnung machen. Ordinäre Haushaltsprobleme. Lass dich davon nicht länger drücken, lass dich von mir ins Glück entrücken. Das ist ein Haus, wie es dem Rang meines Herrn gemäß ist. Sonst noch Wünsche, Meister? Ja, ein Motorrad. Ein Pferd und einen Sturzzelt. Nein, das war verkehrt. Einen schönen großen Dampfer, einen Sack voll Sauerampfer, einen Düsenjäger, einen Bombenleger, einen... am liebsten möchte ich alles haben. Gemach, Rossi. So steuerst du direkt auf einen Herzinfarkt zu. Einen Superluxus-Reisewagen. Bravo, und dann geht's richtig los. Dann musst du Steuern zahlen, brauchst einen Führerschein, Kennzeichen, Benzin und zwar ungeheure Mengen, denn das geht ewig so weiter. Na und? Das ist auf die Dauer sogar mir zu anstrengend. Und außerdem habe ich was Besseres für dich. Nicht verzagen, den Hausgeist fragen. Was soll ich denn mit so einem altmodischen Teppich anfangen? Und außerdem bin ich sowieso mehr für Auslegware. Hohoho, da wirst du dich wundern. Das ist ein sogenannter Zauberteppich. Hohoho. Hoppla. Oh. Nicht schlecht gelungen, die Wasserung. Nur Gaston ist offenbar woanders niedergegangen. Also suchen wir ihn. Ah, da schwebt er ja. Er ist mitten im Basar gelandet. Hey, Gastone, hier bin ich. Haben Sie nicht zufällig eine Wunderlampe gesehen? Die gibt's da hinten. Danke. Salam aleikum. Ich suche eine Lampe mit einem Geist drin. Beim Barte des Propheten, da sind Sie genau richtig. Ich führe die besten Wunderlampen des Landes. Salomek, der gute Geist in jeder Küche. Mit Schürze und Würze löst jedes Problem er in Kürze. Salomek, das Küchenwunder. Wenn es um Ihren Urlaub geht, nur Zumpala, Ihr guter Geist auf jeder Reise. Wollen Sie baden oder trimmen? Wollen Sie rollen, fliegen, schwimmen? An jedem Ort nur Zumpala. Abdullah Salamek Zumpala, Mirababu. Tapum, tapam. Abdullah Salamek Zumpala, Mirababu. Tapum, tapam. Sie lieben das Exklusive, Elegante. Vertrauen Sie Ihrem modischen Geist, Bida Babu. Er kleidet Enkel, Onkel und Tanten, die Feinen und Eleganten und überhaupt den Jet-Set komplett. In Puntapa ist der Geist des Geldes. Plagen dich Finanzmiseren. Puntapa hilft dir es mehren. Vielen Dank, ich werde noch mal darüber nachdenken.
Immer dasselbe Theater. Sie heucheln Interesse, lassen sich alles vorführen und dann fangen sie an zu überlegen. Irgendwo muss Gaston in seiner Funzel stecken, aber wer findet schon die Nadel im Heuhaufen? Sag, guter Mann, was ist mit eurem Kopf passiert? Mir ist ein Wunder geschehen. Aus heiterem Himmel traf mich eine Lampe am Kopf und linderte meinen Schmerz mit 1000 Goldstücken. Das kann nur meine Lampe sein. Wo ist sie denn jetzt? Bei Ali, Ali, beim größten Sultan Ali. Und wo finde ich diesen Ali? Im größten und schönsten Palast der Stadt, wie sich gehört. Halt! Ich bitte um eine Audienz beim Ali-Sultan. Augenblicklich ist das ausgeschlossen. Wir haben gerade mit der großen Geburtstagszeremonie begonnen. Und wie lange dauert die? Genau ein Jahr, bis zum nächsten Wiegenfest. Und während dieser kleinen Familienfeier haben Fremde keinen Zutritt. Oh. Fakir. Hm? Die Fakire rechnen anscheinend zu den Geburtstagsgeschenken. Fakir. Die erste Hürde ist genommen. Jetzt kann ich mich in aller Ruhe nach Gastones Lampe umsehen. Oh, großer, herrlicher Sultan, ihr habt euch von mir eine seltene Kostbarkeit erbeten. Und du verhöhnst mich mit dieser Funzel vom Trödelmarkt? Nie würde ich solches wagen, oh Herr. Diese Lampe ist ein Geschenk des Himmels. Ja, dann reib sie mal. Oh, wo bin ich denn hier? Und wo ist Rossi? Ich will sofort meinen Herrn und Meister wiedersehen. Mein Herr und Meister ist jetzt Sultan Ali, der größte, der reichste Mann der Welt, in aller Bescheidenheit. Der größte, der reichste, da kann ich doch nur lachen, in aller Bescheidenheit. Wie kannst du, ungläubiger Hund, es wagen, dies deinem Herrn und Meister anzutun? Mein Herr und Meister ist Signor Rossi. Wachen! Ja, Herr? Deine Wachen können mir nichts antun, die fallen höchstens auf die Schnauze. Dann werde ich deiner Lampe mal was antun. Nein, dazu hast du kein Recht. Meine Lampe ist mein Zuhause, mein Home ist schon seit 300 Jahren mein Castle. Also dann, auf weitere 300 Jahre altenglische Tradition, mache, schaff das in den Turm der hohlen Seufzer. Entschuldigen Sie bitte, wo geht's zum Turm der hohlen Seufzer und was hat es damit auf sich? Ich wäre dann nicht so neugierig, da landen alle, die den Sultan nicht gut unterhalten und wer einmal drin ist, sieht die Sonne nie wieder. An dieser Nummer arbeite ich jetzt seit 2 Jahren. Und ich bin sicher, der Sultan wird entzückt sein. Meine Nummer ist einfach sensationell. Danach kann er mich gar nicht in den Turm schicken. Ich bin auch nicht scharf drauf, im Turm der hohlen Seufzer zu enden. Meine Bestzeit für die 10-Liter-Flasche liegt unter 2 Minuten. Und du, was für eine Nummer hast du vorbereitet? Ich könnte so eine 10-Liter-Flasche mit 2 Händen stemmen. Oder ich könnte es vielleicht mit Singen versuchen. Früher im Schulchor nämlich, da habe ich immer die 2. Stimme gesungen. Wenn Sie wollen, singe ich gleich mal was vor. Du wirst verstehen müssen, Fakir, dass wir dir mit einem gewissen Misstrauen gegenüberstehen. Du wirst ein ganz Schlauer sein und deine Nummer geheim halten. Ich habe schon manche gesehen, die mit meiner Schwertnummer absahen wollten. Ist ihnen nicht gut bekommen. Hilfe! Hilfe! Ein Sultanat für ein ruhiges Einzelzimmer. Haben Sie zufällig ein ruhiges Kämmerchen frei? Kommt drauf an, für wen denn? Für einen falschen Fakir. Da haben wir immer ein Plätzchen. Allerdings musst du dir die Zelle mit einem anderen Gast teilen. Hoffentlich ist er nicht von der gewalttätigen Sorte. Meine geliebte Lampe, komm an mein Herz. Gaston. Ich habe genug vom Orient, ich will hier raus. Oh, Rossi, noch bist du nicht von allen guten Geistern verlassen. Du brauchst nur zu befehlen und kannst auf mich zählen. Ach ja, gut, dass du mich daran erinnerst. Also, ich möchte nach Hause in mein entzückendes kleines Häuschen. Ich danke dir, hilfreicher Geist. Quatsch nicht so kariertes Zeug, ich lass mich von dir nicht auf den Arm nehmen. Wenn du widersetzlich wirst, musst du zurück in die Lampe. Rossi, wenn du noch was schaffen willst, musst du dich jetzt aber wirklich an die Arbeit machen. Diese Sonntage bekommen dir nicht so recht. Ist das ein Wunder, das Wochenende ist vorbei und vor mir liegt eine lange, harte Arbeitswoche. Also, ich beneide dich, du kannst hierbleiben und eine ganze Woche lang den häuslichen Frieden genießen. Oh, interessant. Also, wenn du das so siehst, werden wir einfach mal tauschen. Bleib du die Woche hier und genieß den häuslichen Frieden. Die paar Kleinigkeiten erledigen sich ja von selbst. Betten machen, Geschirr spülen, Fenster putzen und
jeden Tag eine anständige Mahlzeit auf den Tisch. Und ich werde diese Woche ins Büro gehen und jeden Tag gemütlich die Zeitung lesen. Mhm. Adieu. Denn da muss sie sucht das Glück, sucht man es, so fehlt ein Stück. Ja, es fehlt ein Stück vom Glück. Denn heraus sie sucht das Glück, sucht man es, so fehlt ein Stück. Ja, es fehlt ein Stück vom Glück. Und so sucht heraus sie weiter, ihr besteigt die Stufen heiter. Dieser lange, lange Leiter.